Moin. Ja, ich wurde ein paar Mal oder schon des Öfteren angefragt, ob ich mal ein Video über meine Tunnels machen kann. Tunnels. Dumme Idee. Ja, und wir beide haben ja welche, unterschiedliche Größen. Und ja, da wollen wir mal jetzt ein bisschen erzählen, was wir, ja, wie wir das gemacht haben und so. Angefangen oder versucht, ist schon ein paar Jahre her, ne, mit diesen. Es gibt so selbst Montage-Kit-Dinger, wo man halt sich die Ohren. Montage. Ja, so Der ist gut, Montage-Kit. der ist gut. Ja. Halt so, wo man sich die Ohrlöcher selber dehnen kann. Das haben wir mal irgendwie entweder bestellt oder irgendwo gekauft, ne? Und dann haben wir die montiert. Haben wir die montiert. Das sind halt so kleine Schneckchen aus, was ist das, Horn, ne? Keine Ahnung, das ist so. Das Kleinste ist halt so ein, ja, sieht man ganz gut, aber egal. Und das macht man ins Ohrloch rein und dreht immer weiter. Und dann gibt es halt, das Größte ist, wie viel Millimeter? 12, glaube ich. Echt? Das ist dann halt das Größte und das dreht man halt. Aber ich habe das halt, wie gesagt, vor 3, 4 Jahren ungefähr mal versucht und habe es einfach nicht hinbekommen. Und dann habe ich es wieder sein gelassen. Und dann hast du das dieses Jahr versucht, ne? Versuch. Ja, auch versucht und dann hattest du auch keinen Bock und dann bist du halt zum Piercer gegangen. Ja. Ja, weil ich oder wir raten halt, ja, wenn man sich die Ohrlöcher dehnen lassen möchte, halt zum Piercer zu gehen, weil die haben halt die Ahnung, Ohrlöcher können schnell einreißen, wenn man das falsch macht oder zu schnell macht. Ja, eher zu schnell. Und kommt auch drauf an, vom Piercer zu Piercer, die einen, die sagen, alle 5 Wochen Millimeter oder alle 2 Wochen. Und ja, so haben wir das dann halt gemacht. Also ich habe alle 3 Wochen und du alle, Jede Woche. oder auch alle 2 Wochen bei von 8 auf 10 hast du gewartet, ne? Ja, genau. Ja, also der Piercer hat halt so, das ist so ein Stab quasi, der so leicht kegelförmig ist. Und das geht halt immer von 1 Millimeter zum nächsten Millimeter. Und dadurch, da wird dann der durch das Ohrloch geschoben und am Ende kommt dann halt dieser Tunnel drauf. Ist dann vielleicht eine halbe Stunde, dass es halt so zieht und ein bisschen brennt. Ist ja klar, das Ohrloch ist gedehnt, aber danach geht's wieder. Ja, ich hab jedes Mal beim Video drin, dass er mit dem Knochen ankommt. Also ich habe 6 mm und möchte eigentlich auch nicht weitermachen. Also bis jetzt, weil ganz viele sagen, ja, wenn man einmal angefangen hat, dann will man weiter und du hast 10, ne? Ich habe 10. Ja. Und bis 6 mm geht das in 1 mm Schritten, die stehen. Und ab da in 2 mm, ne? Genau. Ja, und davor habe ich ein bisschen Schiss. Also diese 2 mm, aber du sagst selber, das war nicht schlimm, ne? War's noch nicht. Weil da diese gleich auf 2 mm hoch, weiß ich nicht. Und was einmal richtig schlimm war, da war ich bei einem anderen Piercer, da wurde mein linkes Ohrloch mit so einem Silikontunnel gedehnt, aber das wurde mit einer Pinzette durchgezogen. Ich dachte echt, der hat dann da mein Ohrläppchen in der Hand und bei der rechten Seite scheiterte er und das fing dann an zu bluten. Und da dachte ich so, okay. Und das war dann richtig lange am Suppen und Eitern. Das war dann irgendwann Metall oder Plastik wieder reingemacht, dann weiß ich gar nicht. Plastik. Ja, Plastik, weil das Impulsor. hat gar nicht geheilt oder so. Jetzt ist er da mit seinem Knochen. Ja, also wie gesagt, ich habe 6 mm, ja, 10 mm und also ich will erstmal so bleiben und du auch, ne? Größer nicht. Und zuwachsen, weißt du, bis wie viel Millimeter die wieder normal zuwachsen? 10 oder 12? 12, ich glaube 12. Ja, wenn man die bis 12 mm dehnt, dann und die man irgendwann wieder rausmacht, dann ziehen die sich auch wieder zusammen. Es sei denn, die sind ganz komisch gerissen, ne? Aber bei mir sind die normal rund
Und ich hatte auch mal einen Tunnel über Nacht mal verloren und bin am nächsten Tag dann gleich zum Piercer und hat das dann auch wieder schwer reinbekommen, weil die ziehen sich wohl richtig schnell zusammen. Ja, ansonsten Pflege, also man muss die oft säubern, weil die fangen an zu stinken. Einfach rausmachen mit so, auch die Nisept haben wir, ne? So ein, damit machen wir das sauber, auch das Ohrloch und dann wieder durch. Es soll wohl bei Holz und bei nicht so sein. Also bei Holz auf jeden Fall, das soll halt nicht so sein. Das soll halt auch am verträglichsten sein. Und ja, ansonsten muss man eigentlich nichts beachten, ne? Nö, eigentlich nicht. Nö. Also wie gesagt, regelmäßig säubern, weil das dann so stinkt und so schmodderig ist. Ja, aber ansonsten gibt es da nichts Großartiges zu beachten. Wie gesagt, man soll es halt nicht zu schnell machen, weil die sonst einreißen und ja, das wäre es eigentlich. Wie gesagt, es gibt halt dieses Montageset im Internet, wo man das halt selber machen kann. Andere machen, schieben sich dann da Zahnstocher noch mit rein oder andere Ohrstecker oder so, aber ich halte da nichts von. Ich gehe da lieber zum Piercer. Also, was haben wir jedes Mal bezahlt? 5 Euro. 5 Euro pro Millimeter, also pro jedes Mal vergrößern 5 Euro, weil ja dann auch ein neuer Tunnel wieder reinkommt. Also, das geht dann eigentlich. Ja. Aber jetzt diese Endergebnisse, die wir jetzt haben, ich habe halt Roségoldene drin und du hast so Mutterdinger drin. Die haben wir im Internet bestellt, da gibt es auch verschiedene Shops wie Wildcat oder Crazy Factory, ja, wir haben bei Wildcat bestellt. Ja. Läuft. Ja, das wäre dann jetzt so mal ein kurzes Video über die Tunnelsache. Und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Heide.